liebe Überlebenskrämpfe. Ich liebe Siestas auf der Toilette nicht. Welche Siesta? Obwohl, nein, ich spiele einladen, upsie. Welches Siesta meine ich wohl? Wenn ich zu viel Chicken Fajita gegessen habe. Es ist wie eine Explosion. Boom! Der nachsteuerte Fiesta auf dem Klo. Keine Ahnung, was dir schon wieder dazu einfällt, aber läuft. Ein explodierender Furz. Also wirklich jetzt? Was denn? Wie du auch noch dafür so eine Waffe nimmst. Nee, ich kann nicht mehr. Ich bin einmal bei Liquor Ace. Hey, Cocksucker! Oh! One night stick up your ace! Der ist über. Der hat das echt. Sag mal, was ist das? Was war das für ein Mensch? Gott, diese 50-Kill-Pistole. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Ich hab so lange gebaut, den Typen zu töten, ne? Und dann hat mich ein Spaß mit der Schrotflinte durchgenommen. Warte mal, was macht dieser Typ eigentlich? Achso, er... Ich hab auf den Tank geschossen. Warum machst du auch so etwas? Scheiße, der war gut. Gott, jetzt hab ich Kopfweh wegen dir. Fortfahren, schneller Neustart, Bild nach oben. Nom, 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 nom. Notierung an mich selbst: Die Desert Eagle kann man sich hier in den Anus schieben. Ich benutze die G36-Verschnitt da. Das ist kein Verschnitt, das ist eine G36. Wir könnten ja mal zusammen in einem. Weißt du was? Weißt du was? Ja, kein Rumpo. Auf jeden Nein, Fall. Nein, ich kann hier von hinten mit dem Sturmgewehr rausschießen. Ja, und bei mir könntest du dann überall hinschießen. F10. Nee, nicht die Munition. Fuck. F9. Was zum? Ich ertrag diese Desert Eagle nicht mehr. Droppst du sie jetzt? Hab ich schon längst. Oh, Jesus! Hat ihr jetzt mich wirklich als Piece of Shit bezeichnet? Warte kurz. Und ist der tot? Ist der wirklich tot? Ah, motherfucker. Wo zur Hölle kommt dieser Spatschein her? Fass die alles überleben. Nee. Bei mir nicht. Ein Typ hat gerade eben 3 Schrotflinten in seinen Anus. Überlebt. Schön, dass hier gerade jemand in der G36 ist, mehr öfteren zu oft für mich, für meine Verhältnisse überlebt. Hab ich vielleicht irgendwas wie ein Snicker dabei? Are you crazy? Nope. Dieser Redneck-Akzent ist so gut. Dead down! Sag mal, was überleben? Wie viele G36-Schüsse überleben die noch? Ich finde diese Synchronsprecher so gut. Synchronsprecher, was? Ja. Me down! Achso, das meinst du. Oh nicht. Gott, ich verrecke gerade eben. Hörst du auch gerade down? Date! Wie oft denn noch? Mann. Mein schöner Rumpo. Ist ein Po. Ehrlich, ich muss echt nur drauf klarkommen, mit First Person zu schießen. So weit. Hat er mich überfahren? Scheiße, das ist gut. Ein Schuss, genau so lebe ich's. Nicht anders. Ich spiel gerade mit der 50er Kaliber Pistole. Muss ich auch nicht. Heilige Scheiße, wie sieht denn der Innenraum aus? Warte mal ganz kurz, ich komm rein. Ja komm, steig ein! Bevor dieser Typ sich dafür entscheidet, uns zu. Ja. Jetzt darfst du auch erstmal hier ein paar erschießen. Ich kann nicht mal bis nach da hinten zählen. Viel Spaß beim Fahren. Danke. Scheiße. Ja, keine Leben mehr, weil ich selber nicht drauf gekommen spiel.
Junge, 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 Junge. Die Mission ist gut. Ich hab's auch schwer gestellt übrigens. No shit, ist mir aufgefallen. Ja komm, fahr! Muss noch einen Radiosender einstellen. Ja, trotzdem kannst du dann noch fahren. Also wirklich, du hast doch mehr als zwei Finger, oder nicht? Was? Nee, weil du dazu anhalten musst. Oh Gott, diese Rednecks mit ihrem Car. Okay. Warum fahren die eigentlich gut, dass ich nicht mit dem Technical fahren, oder? Gott, willst du mich ja nicht verarschen? Eins und Ding und wir wären am Arsch. Außer natürlich, ja. Die KI würde die ganze Zeit gegen Wände schießen, dann ist das natürlich was anderes. Naja, oder wir wären War Thunder, dann würdest du das Ding nur schief angucken und wir wären tot. Ja, War Thunder. Willst du jetzt das wirklich hochbringen? Ich bin ganz ehrlich, ich interessiere mich leicht für den Technical, aber nur wegen dem MG. Ich überlege mal nicht, ob ich diesen Insurgent irgendwann mal kaufen werde, aber... Ich kaufe den auf jeden Fall mit dem M2 Browning oben drauf. Ja, verdiene erstmal 1,2 Millionen. Selbst mit guten Missionen brauchst du der ziemlich lange dafür. Dein letzter Heiß bringt, glaube ich, 2-3 Millionen. Oh, stimmt, ja. Heiß. Maribel. Komplett vergessen. Bestanden! Ja, ja. Bumm! Bumm! Oi. Ach ja, was mir nicht gerade eben so nebenbei auffällt. Hat Fox jetzt eigentlich für die Mission Diebstahl eine besseren Payment gemacht? Was ist was gehasst und damals bekommen? Irgendwas mit 2000. $100 für eine leichte Panzerung ist irgendwie nett. Ich glaube, ich werde sogar gucken, dass ich in Zukunft Spielersuche geschlossen mache. Und zwar bei den Einstellungen. Na, dann. Warum wohl? Weil ich nicht möchte, dass irgendwelche Leute beitreten. Falls wir jemals die Heists machen, da weißt schon, dass da wir 4 Leute für Mannschaft zum Beispiel für brauchen. Ehrlich jetzt? Wir können ja Konto mitnehmen und 10 Penny. Du und Tenpenny, ich bin mir nicht sicher, das ist so, als würde ein Katz und ein Hund in ein Zimmer eingesperrt sein. Sag mal, wo gehst du hin? Das ist unter der Brücke. Mein Fahrzeug. Du Jenny. Ich hab diese Mission damals so lange gemacht, so oft gemacht, ne? Wir doch nicht mehr warten können. Delivery Service und nicht mal näher rangegangen bist du. Das ist peinlich. Ich mach's taktisch im Gegensatz zu dir. Ja, ich mach's auch taktisch. Das ist nicht wirklich taktisch. Sehr einfach, ruhig. Da begebe ich mich einmal aus der Deckung, dann verreck ich. Elendig. Elender Bus. Busch. Jo, ich merk gerade eben, Sturmgewehr wäre nicht schlecht. Ja? Warum denkst du, habe ich eine G36? Keine Ahnung. La la la, das war doch klar. Oh, my tits. I'm bleeding. I'm bleeding, 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 oh. Bleeding, bleeding, bleed. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich zugesperrt habe. Scheiße. Oh Gott, ey. Wo rennst du denn hin? Der Krieg ist woanders. Zu meiner fahrenden Deckung. Der Krieg ist woanders. Der Krieg. Der Zweite Weltkrieg. Das Krieg ist dir in den Arsch. Willst du nicht endlich mal ein neues Fahrzeug holen? Oder ist das dein einziges? Das ist mein einziges. Sing me a higher love. Ich muss das Lied noch zu Ende hören. Oh mein Gott. Wundert mich eigentlich nicht, dass sie wie Verrückte dagegen schießen. Bam, Platten. Oh Mann.
Du schießt bei mir auf das Fahrzeug selber. Vagos Polila. Kann ich dich in First Person angucken? Nein, natürlich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da auch rechts reinrennst. Wenn ja, dann muss ich dich umbringen. Das ist nicht taktisch, was du machst. Ich weiß, ich sehe die Gegner einfach nicht. Oh, scheiße. Wir könnten es jetzt einfach so machen, du krepierst und wir machen die Mission viel näher. Also sprich, wir laufen es erst näher ran, bevor wir es verscheißen. Töte dich einfach. Komm schon, töte dich. Na oh, komm, ich werde das noch scheiße. Nein, 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 komm, 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 komm. Mist. Das ging erst schon nicht schnell. Mission fehlgeschlagen, keine Leben mehr. No shit. Also, $980 fürs Verlieren, das ist nett. Boah, ich hab jetzt Level 10. Ich hab grad mal fast Level 9. Lol, 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 lol. Meine Mama. Billy. Billy. Ja, endlich mal richtig geparkt. Soll ich meine soll ich die Panzerung holen? Die fahrende Panzerung. Soll ich meinen Rumpel holen? Mach es, mach es. Ich warte ja hier so lange. Ich guck dich an. Hi there! My name is Roman! Diva. Nein. Ich wollte mich eigentlich ursprünglich Nico nennen, aber müsste ich mich ja Nico Junior nennen. Billy Junior, scheiße. Billy! Falsche Seite ausgestiegen, falsche Seite ausgestiegen. Oh scheiße nochmal, ich bin beinahe gestorben! Hat's was gebracht, meinen Robo zu holen? Ja, auch wenn ich die Deckung jetzt erstmal nicht verwenden werde. Bring me a higher love. Billy! Oh! Billy! Oh! Was hat er alles auf mich geschossen? Your Gones are dead, my friend. Your Gones is dead? Is dead? Gones! Oh mein Gott, der Typ geht mir echt auf den Sack. Mit seinem I will kill you, asshole. Nein, mit seiner Deckung. Bräuchte eine vollautomatische Waffe, die ich nicht habe. Tja. Vamonos! Tja, warum hast du denn keine geholt? Weil ich kein Geld verschwenden möchte. Die Drogenepidemie des Toilettenreinigers nimmt die Nation im Sturm. Der Verdächtige wurde als Krimineller mit dem Straßennamen Shady Billy identifiziert. Er soll es mit der Crew Officer Club unter einer Deckung stecken. Unter einer Deckung? Unter einer Decke. Scheiße, mein Deutsch. Nimm doch einfach den Burrito als Deckung. Der Typ steht dort. Jetzt weiß ich, wer mich erschossen hat. Kannst ja mal Leiche als Deckung benutzen. Wenn man hier wirklich sich hinlegen könne. Der und seine Sprüche. Junge, ehrlich, der Typ geht mir ja auf den Sack. Wie überlebt er das eigentlich alles? Keine Ahnung. Endlich ist er tot. Hat ja nur ein Jahr gebraucht. LSP! Die. Weißt du jetzt, warum ich verreckt bin? Ich mag irgendwie die Pump-Action. Übrigens. Wo? Da bei dieser Blutschütze lag bei mir mindestens mein Sturmgewehr. Bei mir nicht. Null. Schön zu sehen, dass ich 81.000 in Paar dabei habe. 40.000 in Paar dabei. Das macht's nicht besser. Gott, wir Weasel News ist ziemlich low res. Zumindest niedrige Texturen. Das ist ziemlich hart aus.
Alter, gucken da viele aus der Deckung gleichzeitig. Da steht echt wirklich jemand wieder. Saul! Also ich hab einen Raketenwerfer. Wirklich, von wo kam jetzt dieser Schuss her? Der lebt doch! Er lebt doch! Danke! Toll, ehrlich. Die Überlebenskämpfe sind übrigens ziemlich viel schwerer geworden. Wundert mich nicht. Da fuck. Die KI ist sag mal, schlauer. Ich meine, ja, im echten Leben wäre der Van eigentlich nichts als Deckung, aber trotzdem. Wie schaffen die es gerade eben hier, diese Panzer zu schießen? Also, außer sie beschießen, Panzer brechen, das da wären schon eigentlich eine ganz gute Deckung. LSD. LSD. Say hi to Satan, hat gerade einer gesagt. Oh mein Gott, ich brauche einfach die 50-Cal-Pistole, auch wenn sie komisch klingt. Ich hab sie abgelegt. Überhaupt ist nicht stärker. Macht gar keinen Unterschied. Komm nochmal. Ich brauche echt einen Snack. Inventar. Snacks. Leer. Toll. Du kannst doch zu Vanilla Unicorn gehen, um dich kurz aufzuheilen. Gott! Haben die Sturmgewehre? Ja. Ich warte eigentlich nur noch, bis dann Van drauf geht. Ja, er macht komische Qualmen. Der qualmt voll komisch bei mir. Es wird er vorwärts fahren. Ich möchte einsteigen und diese Deckung hier umstellen, aber das kann man vergessen. Wurde ich bloß abgeknallt. Ja, aber der ist noch ganz. Sag mir das nächste Mal, wo ich ihn positionieren soll, falls du failst, ja? Kleiner Spaten. Muss jetzt erstmal so erbärmlich loswerden? Wirklich! Zeig deine Birne wieder! Hab doch bloß eine Pistole! Jetzt. Gott, geh mir nicht auf den Sack! Was? Nicht du, er! Oh, dieses lange Regenerieren. Es rennt doch zu dem Cavalcade oder zu dem einen Wrack da von dem Burrito. Ja, dazu brauche ich erstmal wieder mehr Leben. Zum Teufel. Macht mich bereit. Die haben wir spät geschossen. Ja, mein Glück. Und selbst jetzt war es knapp. Wirklich ein Benzinkanister? Hier standen irgendwo noch Explosives und ich weiß nicht wo. Bei dem Cavalcade. Zwischen den zwei Cavalcades. Nein, geh mal zu dem Fenster von Burrito auf der Tür, da hast du ein Dings. Da siehst du ein explosives Fass. Kleinen Moment. Hauptsache, er hat mich noch einmal abgeschossen. Ich brauche ein Sturmgewehr! God dang it, Son! Jesus Christ! Du kannst hier zum Emanation fahren, Billy. Jetzt würde ich hier nochmal lebend wegkommen. Du bist lustig. Kannst du irgendwie lustig, deinem Frack hier zuzusehen? Cocksucker! Ja! Headshot! Falls du fällst, möchte ich gesagt haben. LOL! You stupid motherfucker. Wo ist dieses... Ah, da ist es. Sag ich doch. Fenster. Wo ist da jetzt hier ein Fenster? Es sollte eine Tür sein. Ja, die Tür. Red doch Deutsch mit mir. Gott, ich hab mich drauf... Mir fallen manchmal deutsche Wörter nicht ein. Mit diesem Filter sieht das Blut aus, als würden... Als würde da so eine kleine Wolke explodieren. Kannst du mal bitte drauf gehen? Danke. Ich habe jetzt Citizen. Yeah. Jetzt kann ich endlich mein Crew-Emblem drauf machen. Falls ich jemals nicht geizig genug bin, 25.000 auszugeben. Aber ich find's schon besser von deinem Geld bekommen her.
Ja, bis jetzt spielen wir diese Mission nur zum ersten Mal, also von dem her. Oh Gott, ist Puto! Da war doch nur jemand. Und erstmal. Okay. Dieses Auto kann ich vergessen. Cavalcade kann ich eigentlich auch vergessen, weil da kann man ziemlich leicht abgeknallt werden. Das Treffen Nein. nehme ich so leicht mit der Pistole. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe Angst. Halte mich, Johnny. Renn den Tod, wir machen es zusammen. Nein. Leck mich. Nein, ich möchte nicht die ganze Zeit neu anfangen. Au. God dang it! Ich höre gerade Radio Gaga. Lady Gaga. Ah, das war seine Hand. Da ist noch jemand. Obwohl, streichen wir das, hier sind noch weitaus mehr, aber. Noch dort! Die haben MPs, pass auf, du kannst dir vielleicht eine schnappen. Die können mich nicht treffen. Die hat eine AK, oh, nimm die auf, wenn er so fällen lässt. Ja, dazu müssen erstmal die Gegner weg sein. We here is Billy Skaga. Tot! Ich glaube, jetzt müsste nur noch einer leben, und zwar dieser Spasten. Mart. Keine Ahnung, was das gerade eben war. Rechts ist der AK! Au. Na, das sah gut aus. Ehrlich! Was zur Hölle? 3700? Was ist das für ein Verdienst? Ich mag es! Weil damals hätte man nur 200 bekommen. Ja, damals hat schon ziemlich viel Spaß gemacht, aber jetzt macht es viel mehr Spaß. Ja, jetzt ist es auch auf dem PC. Da macht es mir jetzt sehr viel Spaß. Ja. Komm, wir kundschaften erstmal die Gegend busy aus. Busy. Ach, mit Y kann man die Spielerliste aufrufen. Gottchen. Ich fahr jetzt mal zum Ammonelchen. Nein. Wir erledigen jetzt das. Du kleiner Spast. Ups, sorry. Wo soll ich die Deckung hinstellen? Mach's irgendwo. Macht eh keinen Unterschied bei dir. Leck. Ach ja, ich hab ein Sturmgewehr aufgehoben anscheinend. Die geben so einen Scheiß drauf. Schieß auf ein explosives Fass. Zuerst. Wo ist eins? Ja, rechts vom Frack. Warte mal, ich versuch's mal mit einem Sniper zu treffen, weil die habe ich ja. Sag mir doch, wenn du schießt, scheiß die Wandern. Ich hab noch nicht geschossen. Ich könnte flankieren. Warte mal, bevor du schießt, ich will was probieren. Da ist so ein räudiger Busch davor. Ich könnte jetzt meine Waffe ziehen, ne? Danke, du Arschloch. Bitte. Genau deswegen. Hab ich doch richtig gelegen. Ich hab geschossen. Nein, 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 nein. Jesus! Ich hab mit der Sega 36 echt einen Vorteil. Wer hätte das gedacht? Was mit dem Sturmgewehr ein Vorteil? Ich begebe mich jetzt zum Rumpo. Ah, ich muss echt öfters mit einem Sniper schießen, merke ich gerade eben. Au. Das ging ja schnell. Wo zur Hölle bin ich gespawnt? Shit, Dick. Oh Gott, ich muss die Scheißtür zulassen. Lolololololol. Ich dachte gerade eben. Wundert mich das? Nein. Nach dieser Mission müssen wir... Oder in einer, wenn wir wieder im freien Modus sind, mal wieder, müssen wir uns Snacks kaufen.
Ich werde sowieso nach dieser Mission aufhören. Ich habe heute schon zu lange aufgenommen. Also wirklich. Du hast mir heute schon zu viele Nerven gekostet. Jawohl. Zocken wir dann noch eine Runde War Thunder. Vielleicht. Ja, ja. LOL! Ja, guckt, wie mein Charakter aussieht. Nice. No truck deals. Now keep your mouth shut about me, you hear? Dieser Blick hat gesagt, nicht du schon wieder. Mission bestanden. Es hat aber ziemlich lange gebraucht. Wir verdienen ziemlich gut. No shit. Ja, bleib ich mir nicht auf den Arsch. Hatte ich auch nicht vor. Wie hieß nochmal diese Mission mit dem Parkhaus? Die war ziemlich geil. Ja, die haben sie jetzt eigentlich genervt. Unterlagen überflieger? Irgendwie so. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich auf die neuere Version darauf freuen soll. Ich guck erstmal nach einem Fahrzeug. Ich habe keinen Bock mehr auf den Rumpo. Nicht vergessen zu verkaufen. Aber was mir eigentlich gerade eben kommt, ich wollte den Dominator verkaufen. Ich stehe gerade eben noch auf die Klassiker. Ich habe 74.000. Was sollte ich mir jetzt kaufen? Was solltest du dir kaufen? Weißt du, was ich dir einfach empfehlen würde? Hol irgendein Fahrzeug von der Straße, was dir gefällt, wie zum Beispiel diesen Albani Bouncer. Nimm einfach den. Obwohl, warte mal. Scheiße, ich kann ja noch gar nicht die AK hier upgraden. Weil, ich Level dazu nicht haben. Ich hab der kleinen Rate erzählt, ich hätte das Ding abgezogen. Also wenn sie dich fragt, erzählt ihr das auch so, okay. Yes. Lol, lol, lol. Das will Lama wieder schon von mir. Lama. Das war wirklich echt nicht schlecht. Ach nö, ich hab das auch. Ach nö. Die sahen so komisch aus, vor allem mit diesem komischen Streifen, den du hattest. Achso, das meinst du. Die Klasse Acer. Den jedes Mal zu sehen ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich überlege mir, ob ich mir einen Rancher kaufen soll. Kannst du ja den Cheval Picador kaufen. Ich kann mir auch einen Imponted Dukes kaufen. Du kannst jetzt 3 Immobilien besitzen? Ja. Ehrlich? Ja. Das ist nice. Ich spare auf ein verdammtes Apartment. Ja, das wäre doch eine ganz tolle Idee. Natürlich nicht auf so ein teures. Ach ja, der Werbedominator. Treffen wir uns doch mal mit Auslanders Customs. Ich muss jetzt erstmal nach einem Klassiker suchen. Obwohl, vielleicht lasse ich sogar den. Nee, kann ich. Achso, stimmt ja, man kann ja jetzt die Plätze umändern bei der Garage selber. War jetzt wieder kurz bei dem alten GTA 5. Ach, hier ist ein Futo, den kannst du doch fahren. Nein. Ach, wieso denn nicht? Ich würde zwar aus irgendeinem Grund mag ich den Blister, aber ein Futo würde ich nicht fahren. The fuck läuft der gerade eben? Was denn? Oh, fly low. Musik mochte ich eigentlich noch nie von diesem Sender. Scheiße, der Simeon. Gott, der Rumpo steuert sich echt wie eine alte Oma. Heilige Scheiße, das Tacho von dem Futo haben die eigentlich ziemlich gut gemacht. Wie sieht denn da aus? Besser als bei dem Bravado Beißen, bei dem LKW und sonstige Sachen. Das Teil ist sogar. Zeig mal, ich will mal reingucken. Sicher, dass du es schaffst, reinzugucken? Das gleiche wie beim Dings, das gleiche wie beim. Ja, komm, steig ein! Nein, ich hab's gesehen von außen. Das nein, du musst es von nah sehen. Das ist wirklich hochtexturiert. Ich hasse mich. Ja, das ist das gleiche wie beim Blister Compact. Gott, dieses Hut sieht aus, als würde man einen GAC fahren oder Gas einfach. Wirklich jetzt? Das ist eine kleine Überreaktion, findest du nicht? Hier hättest du doch ein Fahrzeug, was du nehmen kannst. Nein, danke. Ich weiß nicht, ob ich den Rumpo behalten sollte. Er ist eigentlich nur mehr ein Arschkrampf. Aber kostet halt auch nur 13.000.
Ist irgendwie ziemlich räudig. Die ganzen Fahrzeuge, die ich damals haben wollte, war so aus, man konnte sie nicht haben und deswegen machen sie so speziell. Jetzt kann man den Rumpo haben, jetzt will ich das Fahrzeug gar nicht mehr. Aber trotzdem, ein Fahrzeug würde ich gerne besitzen, und zwar den Speedo. Den mag ich. Ja, den will ich auch. Aber nein, sie muss diesen hässlichen Rumpo einnehmen. Okay, den Rumpo jetzt gleich als hässlich zu bezeichnen, würde ich jetzt auch nicht. Guck sie doch mal bitte von der Front an. Ja, und? Ich finde das nicht gerade hübsch. Immerhin bekomme ich 7000. Fuck, läuft hier eigentlich? Ich verkaufe meinen Rumpo. Am Po. Tum-tum. Also, ich möchte ein Albani Busano. Es gibt tausend Versionen, wie man diesen Wagen aussprechen kann. Ich würde mir gerne einen Slam-Van kaufen. Oder ich kaufe mir einen Stallion Van Dukes. Du kannst dich Geld behalten, oder? Das fällt dir schwer. Ich will irgendein gescheites Fahrzeug. Dann krall dir irgendeins von der Straße. Da gibt's kaum Fahrzeuge, die mich interessieren. Du machst mich echt fertig, nicht schlecht. Du machst mich echt fertig. Ja Gott, ich komm. Ich krall mir einen Ranger. Hier hätten wir eine Imponte Phoenix. Wär das deinem Standard gerecht? Hier ist ein Stagio. Kleine Arschgeige. Was? Nicht du. Denkt einfach so, er kann von mir fliehen. Sondern Imponte Phoenix. Ja, hab ich gerade eben und die will ich dir eigentlich sogar geben. Du mir was nice. Geben? Nice! Ah, Belinda Carlisle. Ziemlich nice das Lied. Ja, bitte, das ist mein nächstes Fahrzeug. Wo bist du denn gerade eben? Beim Dings. Wo? Customs. Vanilla und Unicorn hat mich angeschrieben. Ja, das habe ich vorhin auch bekommen. La 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 la. Das Tacho von dem Ding sieht ziemlich geil aus. Welches Fahrzeug? Besser als bei dem Rumpo. Komm her, das zeig's dir. Futo. Nein, ich fahr nicht mit dem Futo, dann würde ich mich umbringen. Muss ich mir jetzt diesen Spruch merken, falls du mal wirklich in den Futo fährst? Ja. Mach ich mal lieber nicht. Ich hab einen Stern bekommen, Mann, oh. Ich hab einen Stern bekommen, nur weil ich dieses Fahrzeug hier geklaut hab. Jetzt komm, nimm deinen Ponte Phoenix. Schau mal, guck mal Claude an. Guck mal den Tacho von dem Ding an. Ehrlich jetzt. Naja, dann wird dir der Ponte Phoenix gefallen. Heilige Scheiße. Lalalala. Der hat das Fahrzeug. Ich möchte es haben. Meinst du nicht? Simeon sucht dieses Fahrzeug. Spiel, es ist mir scheißegal, was Simeon will. Aber von mir aus. Warum nimmst du doch nicht die Fergio? Ich weiß nicht. Das ist einfacher, sich mit einer Schrotfinde umzubringen. Ich hab das Ding mal voll getuned damals. Wie gesagt, ein Foto hattest du damals auch. Ich weiß, es war damals vor meiner Zeit mit dem Hass. Ich muss eine klassische Farbe nehmen, ansonsten wird's ein bisschen teuer. Auch da, guck hin, welche. Du weißt, was passiert, wenn du nicht hinguckst. Was meinst du? Ach naja, so, war das jetzt wieder von damals irgendetwas? Oder es statt einem. Ja, ich. Irgendwas mit billigen Sachen. Naja. Warte. 780 reicht und das Fahrzeug sieht jetzt irgendwie räudig aus. Ich muss für Gerald einen Wagen holen. Gerald? Ja, er will mir. Hier fährt ein POT rum. Was? The Saber GT. Was sagt mir das da? Oh. Komm zu mir. Halt mal die Saber GT an. Das Ding mag ich mehr als die Imponte Phoenix. Lass mich ja nicht verarschen. Hol ich mir jetzt beide. Den Fahrer erschossen. Hab ich gerne getan. Peepa Penis. Und sing ein Rainbow. Peepa Penis, wirklich.
Ich muss mich mal wieder umkleiden. Jimin möchte dieses Fahrzeug, aber er nimmt die Lieferung nicht entgegen. Solange du ein Verhandlungslevel. Ich bin Level 10 geworden. Glückwunsch. Ich bin jetzt ein Mobilitätshemmer. Also man kann jetzt 3 Garagen haben. Mit diesen 3 Immobilien. Ja. Yep. Also kann man dann 2 Garagen haben und ein Apartment oder wie? Ja. So würde ich es auf jeden Fall machen, nicht wie ich es gemacht habe, 2 teure Apartments kaufen. Ja, das ist nämlich behindert. Ich habe insgesamt mindestens 1 Million für 2 Apartments ausgegeben. Ja, man muss ja auch nicht immer gleich auf Deluxe-Häuser und Apartments zurückgreifen. Das war auf der Zeit, wo ich noch Geld hatte. In der Zeit, wo ich noch Geld hatte. Ach ja, dein erglitschtes Geld. Bin voll der Glitcher, ey. Oh ja, du bist so der Cheater. Überleg's mal. Oh! Fuck! Mini Anus. Ich find. Warum krieg ich jetzt die ganze Zeit einen Stern? Ich hab doch den Wagen schon längst umlackiert. Oder liegt's daran, weil ich so schnell fahr und wie ein Maniac? Man fährt's mal nicht wie ein Maniac. Weiß nicht. Wenn ich alleine bin. Weit, weit weg von dir. Ich will das Creme-Weiß, aber da brauche ich Level 25 für. Das Schiss-Weiß. Ja, das habe ich gerade genommen. Oh mein Gott, wirklich für den Saber. Naja, ich habe es im Vice City Style gemacht. Dumm. What up, Rizzy? Cool, eine Meth-Ode. Was geht, Schlaffi? Ach, ich kann mir jetzt neue Waffen kaufen. Bong, bong, bong. Momentan aber noch gut bedient mit meiner G36. Ich kleide mal meinen Charakter leicht um, glaube ich. Oh, danke, lieber Fahrzeughehler, dass das Fahrzeug in einem guten Zustand ist. Normalerweise wurde ich immer von ihm angeschnauzt. Links so eine ganz kleine Schramme. Ich möchte mir den Platz offen lassen für einen Dukes oder einen Stallion, schwierig zu sagen. Ich möchte es nicht übertreiben. Neue Bärte, Schnurrbart. Wow. Ach nett! Man hat mit diesen Karren also auch hier für ein Smartphone, wie nennt man diese Dinge? Du weißt vielleicht, was ich meine, wo man einfach ein Smartphone reinschieben kann. Das heißt Smartphone-Halter. Wie nochmal? Smartphone-Halter. Gott, das sieht so verstörend aus, wenn der Charakter. Ruiner! Jetzt sprechen wir! Das Ding sieht so verstörend aus, der Charakter, wenn er keinen Oberteil auf hat. Bah. Ehrlich, ich hasse diese Idioten langsam so. Diese Idioten. Ja, das auch. Ah, gerade in der richtigen Farbe. Gott, bleibt doch mal für 2 Sekunden stehen! Leck mich doch kreuzweise. Ich soll dich mir diese Winterjacke von Brett kaufen? Was? Brett, weißt du noch damals am Anfang der Story? Der hat so eine komische beige Jacke angehabt, so ein ähnliches Modell gibt es das hier beim... Brett. Snyder. Brett. Ich hab keine Ahnung, wie du meinst. Diesen Typen da, der da verreckt. Dessen Grab du später ausgrabst. Ach so! Du Spoilerer. Jeder kennt wahrscheinlich schon die Story von GTA 5. Nein, es gibt schon viele, die eigentlich nicht mal GTA San Andreas durchgespielt haben. Okay, Spoiler Alert. Ja, nach dem Spoiler, das ist immer gut. Damit macht man sich sehr viele Fans. Ich kann mir natürlich auch ein Kampfweste kaufen. Ja, Hauptsache, mach doch einen Blinker rein. Gott, es ist so schwierig zu zielen und zu fahren. Platten, ich will dir einen Platten schießen.
Ah ja, jetzt geht's auf einmal. Police Business! So, halt jetzt an, bevor ich dein Leben nehme. Meine Jüde. Können Sie einen einfach nicht in Ruhe lassen? Nicht schlecht, im Ponte. Nee, warte, suchen im Ponte. Scheiß drauf. Auf jeden Fall, der Ruina hat einen gleichen Innenraum wie. Der Phoenix. Wirklich jetzt? Was ist denn? Ah, eine schwarze Air Force Uniform. Scheiße, sieht das geil aus. Warum kann man nicht mit einem Vorschlaghammer den Charakter bearbeiten? Hey, du musst dir mal diese Outfits ansehen. Die Outfits sehen ziemlich nice aus, teilweise. Würde ich ja gerne, wenn ich nicht mitten in einer Verfolgung wäre. Ja, können wir die? Scheiße! Nee, hier gibt's so ein, hier gibt's so eine, so einen Anzug, so einen gelben mit so blauen Handschuhen und so einer Gasmaske. Ach so, du meinst. Ach so, diesen Anzug. Hab ich schon gesehen. If you wanna get to heaven. Outfits hips. Oh, bei der Old Chain hätte das nicht funktioniert. Outfit Rocker. Das passt mir. Ich bin sogar so geizig, dass ich noch nicht mehr reparieren, sondern einfach nur jetzt zu meiner Garage fahren werde. Guck, willst du dir nicht die Kleidung angucken? Doch schon. Aber vor ein paar Sekunden war ich vielleicht noch in einer Verfolgung. Du weißt ja, was ganz lustig ist. Du musst dir echt mal die Outfits von. Die Outfits Piloten-Overalls angucken. Fliegeranzüge. Ich glaube, ich kaufe mir für den Schwarzen, wenn ich mal 50.000 über habe. Ich würde ja gerne ein Officer-Outfit haben. Gibt's? Ehrlich? Tenpenny hat eins. Ach so, ja, dazu muss man diesen Glitch machen. Welchen dann? Mit Heist. Oh Gott. Ich finde das Outfit Flieger. Diesen schwarzen Fliegeranzug, den will ich haben. Was muss man denn dafür machen? $50.000 haben. Was? Scheiße, aber das ist teuer. Ist der irgendwie von der Original Air Force oder? Und der Quarantäne, das Quarantäne-Outfit und dieser Gefahrgut-Outfit und das Forscher-Outfit kosten 45.000. Bei welchem Binko bist du denn gerade eben? Suburban. Guck mal auf die Map. Du bist so lustig. Ach so, dort oben. I'm in love. Du musst dir echt, es gibt echt hier ein paar gute. Hier fährt ein D-Class-Range um. Was? Ich bleib meinem Mammoth Patriot treu. Dein Mammut. Mammut. Soll ich dir jetzt einen Ranger mitnehmen oder was? Na, ich hab schon zwei Fahrzeuge. Du könntest es doch ganz schlau machen. Kauf als nächstes eine 6er Garage und danach eine 10er Garage. Damit du dich nachher befeuchten kannst, weil du so viel Geld verschwendet hast. Wie du es damals gemacht hast. Das habe ich damals nicht gemacht. Doch, du hattest mal eine 6er Garage. Wow, das war ganz am Anfang. Heilige Scheiße. Nette Lackierung. Tut mir leid, was ich mit dem Wagen gemacht habe. Ich finde echt dieses Outfit-Team maskiert geil. Mit dieser Maske. Das erinnert mich an den Scout von Star Wars. Von den Sturmtruppen. Rocker. Guck dir mal das Outfit-Team maskiert an, das erinnert mich an den imperialen Scout von Star Wars. Ich werde jetzt erstmal hier alles durchsuchen. Guck dir die Fliegeranzüge an, wie geil die Dinger aussehen, die machen mich voll. Ich find's irgendwie lustig, wie giftig die ganze Zeit mein Charakter guckt. Ich überlege, ob ich mir das Outfit-Team Outfit-Team maskiert, weil Outfit-Team maskiert. Achso, das habe ich ja schon gesehen. Das sieht so geil aus, finde ich. Aber ich weiß nicht. Team Schwer. So ach, guck mal! Hier gibt's einen SWAT-ähnlichen Skin.
Wie heißt denn der? Outfit, Team Schwer. Oh, scheiße, das Ding ist teuer, das Zeug. Ich habe jetzt nicht genau den Preis gesehen, aber ich würde sagen, immer noch günstiger als sein schwarzer Flieger-Outfit. Ich glaube, ich werde sogar Team Maskiert nehmen. Geschäftlich smart. Gott, wenn ich das jedes Mal höre. Nett, wie ich eigentlich alles freigeschalten habe an den Outfits. Dieser Fliegeranzug, ich spare euch. Wenn ich mal 50.000 über habe, werde ich. Heilige Scheiße, deswegen so teuer. Hm. Warum dann? 30.000. Scheiße. Kauft ihr da auch ein Team maskiert? Können wir einen Partnerlook rum? Weißt du, es gibt ein paar Sachen, die ich lieber tun würde. Mich erschießen, ist einer dieser Sachen. Beide. Wir können, du kaufst dir den Fliegeranzug und nicht den schwarzen. Nein. Ich habe jetzt 30.000 ausgegeben für ein fucking Outfit. Ich 15. Ich brauch Brille. Das ist eine Polizeibrille. Scheiße, dein Charakter hässlich ohne Brille. Ja, willkommen im Club, nehme ich mal. Ja. Freizeitbrille. Pilotenbrille. What the fuck have this? Gott, wo ist das Radio? Ich will es umschalten. Wo kann man den Charakter nochmal ändern? Wie meinst du das? Damals hatte man die Chance bekommen, nach einer kleinen Zeit den Charakter wieder zu ändern. Wenn du dich das erstmal danach einloggst. Was? Du hast es schon verfehlt, das wäre, also die war schon. Ich habe aber keine Frage bekommen. Ja? Echt? Yep, hab ich nicht. Ich hab so schön eingepackt. So schön. Zück nicht jedes Mal deinen kleinen Raketenwerfer. Big Tank Small Penis. Dazu sage ich jetzt noch nicht mal was. Danke, dass mein Licht wegen dir jetzt nicht mehr funktioniert. Hey, wegen dir habe ich Kratze hier reingetan. Sag mal, dieser Tastaturen-Lag geht mir so auf den Sack. Jetzt nicht fahren oder was? Verkneifen. Du kannst jetzt mehrere Schutzwesten übereinander legen, ne? Stop a lot of nasty stuff from killing you. Nasty. Ich nehm Schlagstock. Nasty. Warum wusste ich, dass du das tun würdest? Wenn es nicht schwierig ist. Eine Mikro-MP, soll ich mir eine Uzi kaufen? Präzisionsgewehr. Ich weiß ja nicht. Naja, das ist nicht so gut, sagt Condon. Aber es soll eine gute Feuerrate haben, wenn du schnell mausklicken kannst. Naja, allgemein sind die Waffen ja hier nicht direkt effizient, also von dem her, Spezialkarabiner, 14.750, das Bullock-Gewehr. Ich finde die Gefechtspistole gut. Der neueste China. Ja. Wo steht das? Bullup-Gewehr, direkt runter, der neueste China-Import. Dieses Gewehr hat ein ausgewogenes Handling, ist leicht und beim automatischen Feuern gut kontrollierbar. Ich weiß. Ich wollte es eigentlich schon früher sagen, aber... Scheiße, das muss ich mal meinem Main-Charakter entfernen. Gut, dass ich mir hier den Spezialkarabiner gekauft habe. Glückwunsch, jetzt habe ich mir auch eine gekauft. Ghost Rider. Ja? Okay. Ich lasse es mal lieber schwarz. Passt zu meiner Seele. Gott, dieses große Magazin sieht so scheiße aus bei dem Gewehr. Ich hab's drin. Ja, weiß ich. Und taktisches Licht wahrscheinlich auch. Yep. Dir kann man nicht mehr helfen. Warum denn? Es bringt's. Obwohl, warte mal. Wie viel Schuss habe ich insgesamt gut Dinge? Ich finde diesen, ich finde die den orangenen Farbton eigentlich ziemlich nice. Lass mich rausgehen. Zu dir passt doch der LSPD Farbton, oder? Tab. Waffe droppen. Wieso droppen? Ja, weil ich keine Waffen mitnehmen muss, die ich ja jetzt nicht verwende. Hab gerne Pistole bei mir. Selbst die
Okay, wo auch immer das andere Gewehr hin ist. Scheiße, muss das mal eine Schalldämpfer auf eine schwere Schrotflinte drauf tun. Ich hab mir auch so ein Präzisionsgewehr gekauft, ich wollte es mir nur angucken. 85.000 hast du jetzt wirklich ausgegeben, wirklich? 15.000 hat das Ding gekostet. 15, ja, dann Glückwunsch. Scheiße nochmal, ich hab so viel Geld ausgegeben. Ich auch, wie viel hast denn du jetzt noch? 180.000. 25.000. Ja, wie gesagt, ich kaufe mir nicht die ganze Zeit irgendwas an Waffen und sonstige Schatze. Ich hab jetzt direkt Raketenwerfer gekauft. Bei Gelegenheit werde ich mich dann den schwarzen Flieger anzukaufen. Mission? Eigentlich. Du hast mich eingeparkt, Gott. Falls du es vergessen hast. Siehst du das nicht, wenn ich dich anvisiere? Deswegen bin ich auch weggefahren. Schade. Was mir klar war. Und du sagst jedes Mal, ich bin nicht nachtragend. Ich hab dich nur anvisiert. Ich wollte wissen, ob das da unten steht, dass du anvisiert wirst oder du einen Ton bekommst. Nein. Keine Ahnung, wer weiß, vielleicht hat ja sogar jedes Fahrzeug ein normales System eingebaut, dass es beept, wenn man anvisiert wird. Wie ein Helikopter. Sag mal, hast du was geraucht? In manchen Spielen ist das wirklich so. In manchen Spielen? Ja. In manchen Spielen. Ich hätte gern einen Helikopter. Na, wirklich? Wobei, wir könnten diese Mission mit Unterlagenüberflieger sogar machen. Wir könnten einfach Maryworld. Wenn wir es freigeschaltet haben, können wir doch sogar Maryweather anrufen. Ja, haben wir aber nicht. Ja, wieso kommen wir sonst da drauf? Wir könnten es ja auch erstmal meiden, schon mal auf diese Idee gekommen. Über den Kran raufgehen. Ach, schau mal an, wieder ein Ranger. Den nehme ich sogar mal. Du fährst einen Ranger. Gott, sieht der Innenraum geil aus. Von einem Ranger. Heilige Scheiße, das gefällt mir. Ich glaube, ich setze jetzt den Ranger mit der Phoenix. Ich meine, das Innenraum sieht ein bisschen aus, als wäre es in einem LKW drin, aber trotzdem. Jetzt komm mal kurz her. Oh, du hast schon einen. Warte mal. Nein. So. Scheiße. Habe ich meinen Helm wirklich im Fahrzeug auf? LOL! Wie gerne würde ich einen LKW einspeichern, aber ich glaube, ich bin jetzt einfach mal ruhig. Wer weiß, vielleicht würde ich ihn dann auch gar nicht einspeichern, wenn ich ihn dann einspeichern könnte. Naja, also Leute, das war jetzt erstmal GTA 5. Ich hoffe, es hat gefallen. Und jetzt würde ich dir erstmal sagen, Ranger ist toll. Bis später.